Sechsfeiger Anschlag am Alanis. Wie wenig wissen unsere drei Sterne, dass dieses Ereignis eben das letzte Lebenswerte für eine lange Zeit bleiben wird. Man könnte auch sagen, der letzte schöne Tag auf Erden ist angebrochen. Margot Rottweil nämlich, die eben Geschultene, ist bereits in der Planung. Die Vorbereitung eines schrecklichen Verbrechens hat schon längst begonnen. Einer Straftat, wie sie das noble Alanis-Kollege noch nie gesehen hat. Jetzt, allein auf der Toilette, unter dem Wasserhahn wächst der Hass auf ihre Gegnerin, mehr noch, er steigert sich bis zur Raserei. Morgen Mittwoch ist sie dran. Das Problem beim Überfall auf Bad Garapetsch Abon ist, dass sie meistens in Begleitung anzutreffen ist. Nur gleich nach Unterrichtsende geht sie die paar Meter allein rüber in den Mädchentrakt. Hoffentlich ist das auch morgen so. Kurz vor dem Eingang ist ein dichtes Gebüsch. Ort und Zeitpunkt sind somit klar. Zu zweit werden sie sein. Margot Rottweil und ihr Kumpel Kackpai Gorzitzka, ein eher einfältiger Allerweltsbursche. Aber er macht, was man ihm sagt. Außerdem ist er recht kräftig. Selbst für eine vom Kaliber Rottweil ist es schwierig gewesen, an das uralte Narkosemittel Chloroform heranzukommen, einmal mehr, weil es mittlerweile streng verboten ist. Einzig der Lehrer für Militärgeschichte, ihr Lieblingslehrer Ljubomir Iliev, hat eine kleine Dosis bereitgestellt. Aus seinem persönlichen Schatz. Ohne Fragen. Margot hätte sich zwar mehr gewünscht, aber selbst diese kleine Menge reicht locker aus, ihr Opfer bis zur Bewusstlosigkeit auszuknocken. Mit einem Wattebällchen in der einen und dem Chemiefläschchen in der anderen sitzt sie also heute, Mittwoch, den 13. September 216 Nedmeridianzeit, versteckt im Gebüsch auf dem Mädchencampus des Alanis-Kollege in Lübrow auf dem Trevi im Ra-System und wartet. Es ist kurz nach 15:00 am Nachmittag. Bald muss ihr ahnungsloses Opfer kommen. Hoffentlich ohne ihre beiden Begleiter. Allein. Doch es kommt anders. Kackpa stumpft Margot, er zeigt Richtung Kollege. Bart Gara kommt gerade rüber, aber sie hat jemanden dabei. Es ist ein gleichaltriges Mädchen, wahrscheinlich hier aus Lüperer, so wie sie aussieht, eine Klassenkameradin. Mist, murmelt die junge Rottweil, dann müssen wir es aufteilen. Hier. Sie gibt Kackpa die Hälfte der Watte in die Hand und beträufelt es mit dem süßlichen Chloroform. Halt die Hand geschlossen, dass es drin bleibt, meint sie anschließend. Die beiden ahnungslosen Mädchen sind jetzt nur noch wenige Meter entfernt. Margot tränkt nun ihre Watte mit der Chemikerli, solange bis kein Tropfen mehr in der Flasche übrig ist. Dir geb ich es, knirscht sie dabei. Die beiden Schülerinnen haben den Busch nun bereits passiert. Jetzt schnappt Margot und die beiden Angreifer springen aus dem Gestrüpp hervor. Margot greift dabei Partkara, Kackpa ihre Begleiterin, von hinten an. Sie drücken die Watte über Nase und Mund der Opfer. Beide versuchen zu schreien, aber der Griff über ihrem Gesicht verhindert jeden Laut. Beim anschließenden Luftschnappen entfaltet das Gift seine volle Wirkung. Wenige Sekunden später hängen beide Opfer bewusstlos in den Händen ihrer Peiniger. Schnell rein ins Gebüsch, zischt Margot, auf dem Weg dorthin knurrt sie: Ich schwör dir, Pitch Abon, wenn du allein gewesen wärst, hätte ich dich gleich hier geplättet. Leider ist bei zwei die Dosis zu gering. Tatsächlich sind die paar Tropfen der Chemikalie bereits jetzt verflogen. Im Gebüsch murmelt sie weiter: Naja, im Altrosa werden sie dir schon den Rest geben. Die haben schreckliche Antidepressiva in ihren Regalen. Da wird selbst deine Birne weich. Dein langsames Dahinsiechen gefällt mir noch besser. Warte einstecken, weist sie ihren Einfallspinsel an. Ich bieb jetzt den Transport her. Sie beblinzelt ihren Komm. Setz dir hier den Helm auf, meint sie Richtung ihres Helfers, und lass deine einfach hier liegen. Die wird schon wieder wach. Kackpai Gorzitzka nickt und tut wie ihm geheißen. Auch Margot hat nun ihren Helm aufgesetzt. Wo bleibt er denn, murmelt sie leicht nervös. Sie vergisst dabei, dass Wheeler solarbetrieben sind und somit fast geräuschlos durch die Gegend sausen. Keine Minute später jedoch ist bereits ein Pfeifen zu hören. Unspektakulär parkt der Jugendliche seinen Wheeler wenige Meter entfernt auf einem kleinen Schleichweg im Park des Campus. Es passiert öfter, dass Jungen mit ihren Wheelers hier rumkreuzen, um anzugeben. Dies wird zwar ungern gesehen, aber so ein Mädchenwohnheim zieht manchen Kohlentyp magisch an. Der zweite Helfer entfernt sich von seinem Motorrad. Zeit für Margot abzuhauen. Sie reißt ihr bewusstloses Opfer unsanft in die Höhe.
Bartgare hat mittlerweile ihren Helm auf dem Kopf. Die perfekte Tarnung. Margot ist kräftig. Sie buxiert ihre Geisel vor sich her auf das Rad, legt alle vier Hände auf den Lenker, umklammert ihr Opfer fest und gibt dann Gas. Erstmal schnell weg vom Campus. Ungerührt verlässt auch Kakpa den Ort des Geschehens, wobei er das zweite Mädchen tief schlafend im Gebüsch zurücklässt. Margot rast derweil mit der bewusstlosen Bartgara Patch-Abon durch Lyporo. Möglichst schnell den Ballast loswerden. Möglichst rasch umladen. Hier in der Seitengasse und weit des alten Bahnhofs steht auch schon ihr Flüger. Ein weiterer Verbündeter sitzt drinnen. Er sieht seine Chefin ankommen und öffnet die Flügeltüren. Recht gekonnt gelingt es ihm, Bartgara abzugreifen und auf dem Beifahrersitz des Flügers zu setzen. Margot huscht derweil auf den Fahrersitz. Helfer Nummer 3 erklimmt den Wheeler. Kurz darauf brausen beide in unterschiedliche Richtungen davon.